Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin im idyllischen Münsterland geboren und wohne nun seit einigen Jahren in der Universitätsstadt Bochum. Ich bin hier, um die Politik in Deutschland zu verändern, damit unser Leben wieder lebenswert wird. Und das nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und für uns alle. Meine bisherige Arbeit in der AfD. Seit fast 3 Jahren bin ich Schatzmeister in Bochum und ich sitze über 2 Jahre nun im Stadtrat mit 2 weiteren Kollegen. Und dort haben wir uns nicht nur Gehör, sondern auch Respekt verschafft. Denn wenn wir ans Rednerpult gehen, dann haben wir auch was zu sagen. Und dann geht es Rot-Grün und auch der CDU an den Kragen, meine Damen und Herren. Ich bin Leiter der Arbeitsgruppe Wirtschaft im LFA 10, das ist Wirtschaft und Energie. Und wir haben ein wunderbares Programm auf dem letzten Parteitag vorgestellt, das Sie mit großer Mehrheit angenommen haben. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bin im Mai 2015 vom Landesvorstand zum wirtschaftspolitischen Sprecher Wirtschaft ernannt worden. Und Sie können zahlreiche Pressemitteilungen auf der Homepage der AfD lesen, zum Beispiel über die krummen Geschäfte der WestLB oder auch über den 1 Milliarde Euro Steuerdeal der Städte. Sie sehen das nicht in der Presse, denn was taucht nicht auf? Das Wort Schießbefehl und Flüchtlinge. Und dementsprechend möchte ich jetzt aber Ihnen sagen, was möchte ich für Sie leisten? Denn Sie wollen ja nicht nur wissen, was habe ich bisher getan für die AfD, sondern wofür stehe ich hier? Jedes Fußballteam braucht auf jeder Position auch gute Spieler. Und so braucht natürlich auch jede Partei in jedem Sachgebiet ihre Fachleute. Und deswegen stehe ich hier, um hart zu arbeiten als Fachperson. Und was können Sie erwarten? Ich bin gelernter Bankkaufmann und studierte Diplomkaufmann und ich führe seit 7 Jahren wirtschaftliche Analysen für ein großes Energieunternehmen durch. Was können Sie sich darunter vorstellen? Da kommt ein Vorstand zu mir und sagt, Herr Lose, wir möchten ein Kraftwerk in der Türkei bauen. Volumen ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Geben Sie uns mal eine wirtschaftliche Analyse dazu. Und dann gehe ich hin, beleuchte das Projekt, wäge die Chancen und Risiken ab und gebe entsprechend eine Empfehlung. Und diskutiere diese dann mit dem Vorstand. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe keine Angst vor großen Zahlen und ich habe auch keine Angst vor großen Namen. Und das macht mich besonders gefährlich für die rot-grüne Landesregierung. Denn die... Denn diese können mich nicht mit geschönten Zahlen in das Licht führen. Was ist meine politische Richtung? Achso, Entschuldigung. Ich habe gelernt, Probleme strukturiert anzugehen und ich bin Fachperson für Wirtschaft. Und deshalb möchte ich meine Arbeitskraft nicht nur in dem Bereich, nicht nur im Landtag erbringen, sondern auch im Ausschuss für Haushalt und Finanzen und im Wirtschaftsausschuss. Meine politische Richtung ist, dass ich für eine freiheitliche, bürgerliche Politik stehe, für unsere Wähler, die sich am NRW-Wahlprogramm und unserer politischen Leitlinien orientieren. Aber ein Punkt, meine Damen und Herren, liegt mir besonders am Herzen. Es wird endlich Zeit, dass wir unser Steuergeld wieder für die Dinge ausgeben, die unserem Volk dienen. Verschwendungen der Politiker müssen endlich bestraft werden. Um Ihnen da ein paar Beispiele zu geben, um was für Größenordnung es da geht. Viele Städte in Nordrhein-Westfalen haben auf die Höhe von Zinssätzen gewettet. Dabei hat die Stadt Dortmund 6 Millionen Euro verloren. Die Stadt Hagen 47 Millionen Euro. Viele Kommunen haben Geschäfte mit Fremdwährungskrediten gemacht. Dabei haben die NRW-Kommunen über 300 Millionen Euro verzockt. Und wenn Sie glauben, auf Landesebene ist das besser, die landeseigene WestLB hat 18 Milliarden Euro, ich wiederhole, 18 Milliarden Euro mit wenigen Geschäften verspekuliert. Und das ist unser Steuergeld, was verloren gegangen ist. Und das Ganze ist ja nur die Spitze des Eisberges. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, Spekulationen mit Bürgergeld müssen wir endlich verbieten. Und diese Personen gehören nicht ins Parlament, sondern hinter Gittern. Ich trete
dafür an, dass wir solche Regeln in NRW bekommen und zwar landesweit durchsetzen. Aber auch in anderen Bereichen müssen wir klare Regeln vorgeben. Wir müssen gesunde Rahmenbedingungen setzen, damit sich endlich wieder Familien und auch Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ansiedeln können und auch ansiedeln möchten. Denn nur gesunde Unternehmen können Arbeitsplätze schaffen, die wir dringend in Nordrhein-Westfalen brauchen, denn wir sind Schlusslicht bei den westlichen Flächenländern. Und deshalb, meine Damen und Herren, werbe ich um Ihre Stimme und deshalb freue ich mich auf Ihre Stimme. Vielen Dank. Sie haben noch was geleistet, Sie haben uns 1,5 Minuten geschenkt. Es ist jetzt Zeit für 5 Fragen, meine Damen und Herren. Bitte. Bitte schön, Sie haben das Wort zu meiner Rechten. Katterfeld, ich hätte gerne eine Frage an Sie, da Sie ja das deutsche Volk sagen oder für das Volk wieder mehr tun. Wie stehen Sie zur Krippenpolitik? Wie würden Sie also die jungen Familien, die ihre Kinder, möglichst nicht nur eins, selber erziehen wollen, aber wirtschaftlich nicht dazu in der Lage sind? Wie würden Sie die bitte unterstützen und mit welchen Beträgen für die ersten 3 Jahre? Herr Katterfeld, vielen Dank für die Frage. Ich stehe nicht für diese Art von Politik zur Verfügung. Das ist ja gar nicht mein Fachgebiet. Aber ich möchte trotzdem eine Antwort darauf geben. Was wir brauchen in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland, ist eine Wahlfreiheit. Und wir müssen natürlich auch die Mütter in die Lage setzen, dass sie diese Wahlfreiheit auch nutzen können. Aber ansonsten ist es nicht mein Fachgebiet. Ich mache Haushalt und Finanzen und Wirtschaft. Danke. Danke. Hier weiter, bitteschön. Lieber Christian, du warst ja bei uns auch schon zu besuchen, hast einen Vortrag im Kreis Neubrandenburg gehalten. Kann ich dein Angebot so verstehen, ganz am Anfang, dass du das auch tun würdest, wenn du jetzt demnächst MDL bist? Besuchst du uns dann wieder? Ja, danke, Michael. Es war eine Terrassenveranstaltung bei den Dinses. Dafür nochmal herzlichen Dank. Das war super. Und ich komme natürlich auch dann, wenn ich MDL bin. Der linke Flügel ist träge, dann zu meiner rechten Uwe, bitte schön. Danke. Lieber Herr Lohse, Sie haben gesagt, dass Sie in einem Großkonzern in relativ exponierter Stellung sind. Haben Sie eventuell Befürchtungen oder wie gehen Sie damit um, dass gerade so ein Großkonzern, in dem Sie tätig sind, der ja sehr stark sozial, sozialdemokratisch geprägt ist, wenn ich das so sagen darf, dass Sie da Repressalien auch beruflicher Art eventuell erwarten können, wenn Sie als Landtagskandidat antreten werden? Danke für die Frage. Ich habe keine Repressalien zu erwarten. Die Kollegen von mir wissen das. Ich habe das Glück, ich arbeite bei RWE Power. Für die Leute, die es wissen, das sind die mit Braunkohle und mit Kernenergie. Das ist jetzt nicht unbedingt die Klientel, die die rot-grüne Politik befürworten. Also dementsprechend habe ich da keine Repressalien zu erwarten. Und selbst wenn, würde mich das nicht aufhalten. Danke. Wir hätten noch Raum für 2 Fragen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt 18 von 3 auf 0 und dann ist die Fragerunde geschlossen. Dann bleiben für Herrn Lohse 194. Zumindest Platz 7 an. Ja, sehr gerne und Dankeschön.